Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Erstmal wünsche ich euch natürlich allen ein frohes neues Jahr. Ich habe mir gedacht, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, um ins neue Jahr 2018 zu starten, als mit einer neuen Ausgabe von Ask SwagTab, also dem Format, in dem ich eure Fragen beantworte. Eigentlich hätte diese Ausgabe hier jetzt schon vor ein paar Tagen kommen sollen. Ich habe mir schön gedacht, vor Weihnachten, dann schaffe ich es auch noch, also das, was ich mir für 2017 vorgenommen habe, also 3 Ausgaben von Ask SwagTab zu bringen. Naja, wie es immer so bei diesem Format ist, es verzögert sich alles immer etwas, hat also leider nicht geklappt. Ich hoffe einfach, ihr nehmt mir das Ganze nicht übel, also diese paar Tage Verzögerung, sage ich jetzt mal. Vielleicht klappt es ja dann 2018 mit 3 Ausgaben, aber ich will da auf jeden Fall nichts versprechen. Ja, ihr wisst ja, wie das hier bei diesem Format immer läuft. Wie auch immer, ich habe auf jeden Fall wieder einige Fragen ausgewählt. Ich glaube, das wird wieder so eine schöne, ziemlich lange Ausgabe, ja, wie es eigentlich immer der Fall ist. Die Fragen wurden alle unter der letzten Ausgabe von Ask SwagTab gestellt. Das war Nummer 5. Ich glaube, im Juni 2017 kam diese Ausgabe, ist also schon wieder ewig her. Und wie gesagt, Juni 2017 ist schon eine ganze Zeit lang her. Deshalb habe ich vor ein paar Tagen auch auf Facebook nochmal drum gebeten oder einfach gesagt, wenn ihr noch Fragen zu aktuelleren Themen habt, dann stellt die gerne unter der letzten Ausgabe. Das haben auch einige gemacht. An die geht ein ganz spezielles Dankeschön, weil wir dadurch jetzt, glaube ich, echt wieder eine coole Mischung haben. Einige aktuelle Fragen zu aktuellen Technikthemen. Wie soll es auch anders sein? Diese Technikbranche ist ja sehr, sehr schnelllebig. Aber wir haben auch wieder ein paar andere Fragen, die nicht so viel bis gar nichts mit Technik zu tun haben, wie es halt immer so bei diesem Format ist. Also jetzt genug Intro. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Unter der letzten Ausgabe von Ask SwagTab waren über 400 Kommentare. Mit Abstand am häufigsten habt ihr allerdings kommentiert, dass ihr ein Video zu meinem neuen Daily Driver sehen wollt, also dem Smartphone, das ich persönlich so nutze. So ein Video, beziehungsweise ich habe in der letzten Ausgabe einfach gefragt, wen sowas interessieren würde. Es hat offensichtlich einige interessiert. Deshalb kam dann auch im Juli so ein Video und das ist wirklich gigantisch gut bei euch angekommen. Mittlerweile, glaube ich, über 70.000 Aufrufe, was ich nie gedacht hätte. Also, dass so viele Leute wirklich sich dafür interessieren, welches Smartphone ich benutze. Deshalb kommt dann natürlich auch bald wieder, was heißt wieder, also es kommt bald einfach Nummer 2 von diesem Format, wieder ein neues Video zu meinem Daily Driver, weil ich den Daily Driver wechseln werde, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt bewusst werde, weil, ja, kann ich euch ja ganz offen erzählen, ich möchte noch das HTC U11 Plus abwarten, sonst wäre so ein Video schon längst gekommen. Aber ich glaube einfach, dass das ein Smartphone sein könnte, was mein neuer Daily Driver wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich hatte es, wie gesagt, bisher nur ein paar Minuten in der Hand oder eine Stunde, glaube ich, war es. Und das ist auch schon wieder über einen Monat her. Insofern, das möchte ich abwarten. Das bekomme ich jetzt dann hoffentlich bald. Und dann kommt, wie gesagt, auch wieder so ein Video, wenn ich mich eben für einen neuen Daily Driver entschieden habe. Das nur so anfangs erwähnt, weil mich das wirklich immer sehr, sehr viele fragen. Dann kommen wir jetzt, perfekte Überleitung, zu den eigentlichen Fragen. Ich schau mal, nicht wundern, wenn ich hier nach unten schaue. Ich habe hier mein MacBook stehen. Und da habe ich eben die Fragen ausgewählt, mache ich mir jetzt nur mal schnell groß. Es sind 21 Stück, also ich glaube, das wird hier wieder eine sehr, sehr lange Ausgabe. Das werden ja normalerweise immer so um die 30 Minuten. Ich denke, das dürfen wir auch dieses Mal schaffen, vor allem, wenn ich weiterhin so viel Unsinn erzähle. Also starten wir jetzt endlich mal. Erste Frage. Hi, ich hätte eine Frage an dich und zwar, wie wäre dein Lieblingssmartphone? Also welche Specs hätte es, was für ein Design, vielleicht auch den Preis nennen und wie stehst du, also das ist dann die zweite Frage, und wie stehst du zum Apple-Skandal mit der Drosselung des CPU-Takts und so weiter. Fröhliche Weihnachten. Dir natürlich auch hier nachträglich fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Fangen wir mit der ersten Frage an. Mein Lieblingssmartphone. Ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Design vom Samsung Galaxy S8 unglaublich, wirklich unglaublich gerne, auch mit den Edge-Displays. Ich mag aber auch das Design vom iPhone 10. Also keine Ahnung, schwer zu sagen, aber designtechnisch wäre es auf jeden Fall iPhone 10 oder Samsung Galaxy S8, sage ich jetzt mal. Display auch auf jeden Fall wieder von Samsung. Ich würde das Display vom iPhone 10 ohne diese Notch nehmen. Am besten noch im 16:9 Format, weil dann bei Videos nichts abgeschnitten wird. Wir sind ja hier bei Wünsch dir was. Kamera vom Google Pixel 2 2 XL, Akku vom Huawei Mate 10 Pro, Prozessor der Apple A11X, ach der Apple A11 Bionic, so heißt es. Ich komme total durcheinander mit den ganzen Apple-Prozessoren. Dann so 6 GB RAM, das ist glaube ich eine gute Mischung. 256 GB interner Speicher, weil ich gerne mal Videos mit dem Smartphone mache. Und das wäre auch, glaube ich, schon die Mischung, ob jetzt Betriebssystem Android oder iOS.
Ich glaube, ich würde Stock Android nehmen. Wenn das so schön läuft wie bei den Pixel-Smartphones momentan, dann auf jeden Fall das. Also das wäre so meine Mischung. Preis, ich finde so ein fairer Preis für so ein Smartphone, das wären so 600 bis 700 €. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch so, sag ich mal, die Obergrenze bei High-End-Smartphones. Aber heutzutage wären wir bei so einem Smartphone sicherlich irgendwo bei 1500 oder 2000 €. Keine Ahnung. Also das wäre so mein Lieblingssmartphone. Ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft so kommen wird, aber wie gesagt, du hast ja gesagt, wünsch dir irgendwas. Und dann die zweite Frage: Wie stehst du zum Apple-Skandal mit der Drosselung des CPU-Takts und so weiter? Da kam ja jetzt erst vor kurzem dann die Entschuldigung von Apple, beziehungsweise sie bieten halt jetzt an, also wenn ihr ein iPhone 6 habt oder jünger oder älter, ich weiß nicht, also 6 oder 6S und so weiter. Und wenn der Akku quasi schlecht ist oder ausgetauscht werden sollte, das war ja das Problem, wenn der Akku schlecht war, hat Apple die CPU-Taktung gedrosselt, damit die Geräte nicht mehr so viel Energie verbrauchen, sage ich jetzt mal. Jetzt bietet Apple an für 29 € einen Akkutausch. Das finde ich erstmal ein sehr faires Angebot. Das kam aber jetzt natürlich erst nach dieser Riesenaufregung, weil Apple eben die Smartphones drosselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe einerseits Apple. Ich glaube nicht mal, dass sie das machen, um die Smartphones irgendwie schlechter zu machen, dass ihr dann so das Gefühl habt, oh, ich würde mir gerne ein neues holen, sondern eher, dass halt die Akkulaufzeit nicht grottenschlecht wird, weil bei so kleinen Akkus wie bei den iPhones, naja, das ist das halt ein Problem. Könnte man aber jetzt natürlich auch einfach argumentieren, ja, dann hättet ihr halt größere Akkus verbauen sollen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, damit haben sie sich nicht irgendwie gerade viele Freunde jetzt gemacht. Jetzt andererseits dieses Angebot finde ich ganz cool. Ich sehe es natürlich total problematisch, aber also die Grundintention kann ich schon verstehen. Ich sehe das jetzt nicht ganz so negativ wie einige, ich sehe es aber auch auf keinen Fall positiv. Aber dieses Angebot jetzt für 29 € den Akku zu wechseln, ich glaube, es gibt ja dann oder soll dann auch eine App von Apple geben, die eben den Status eures Akkus, wie sagt man, analysiert. Also das ist doch jetzt, glaube ich, eine ganz coole Lösung, aber schade, dass sie damit eben nicht gleich angekommen sind. Nächste Frage: Hast du vor, dir eine Xbox One X zuzulegen? Ich habe, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass ich eine Xbox One S habe, oder? Das war die letzte. Um Gottes Willen, was ist mit meinem Kopf los? Ey, ja, ich glaube One S. Also ich habe auf jeden Fall den Vorgänger der Xbox One X, die ich sehr, sehr gerne mag, weil ich einfach diesen Controller liebe. Habe mir jetzt auch das neue Assassin's Creed geholt, das ja gar nicht mehr so neu ist, aber schon ein bisschen gespielt, mag ich sehr, sehr gerne. Und weil ich mir auch einen neuen Fernseher geholt habe, jetzt endlich mal wird schon so, also einen 4K-Fernseher wird schon so eine Xbox One X Sinn machen. Ich glaube aber, ist mir momentan noch zu teuer und gibt noch nicht wirklich genügend Spiele. Aber ja, also da auch die Frage an euch: Würde euch sowas interessieren, dass ich auch mal so eine Xbox One X teste? Oder wollt ihr vielleicht ein Video zu meinem neuen Fernseher sehen? Lasst mich das auf jeden Fall auch gerne unten in den Kommentaren wissen. Hat jetzt nichts irgendwie mit Smartphones zu tun, aber vielleicht ja auch für den einen oder anderen ganz interessant. Dann schaue ich mal, was ich machen kann. Also wie gesagt, sonst in naher Zukunft erstmal nicht, aber sehr interessante Konsole, habe ich bisher sehr viel Gutes von gehört. Nächste Frage: Hey Franz, was hältst du von den Gerüchten über das Huawei P11 bezüglich Triple Kamera und auch iPhone 10 Design? Würde mich interessieren, da ich sehr stark am Überlegen bin, mir das P11 zu holen. Ich finde die Gerüchte super interessant. Ich glaube, ich habe in meinem Top-Smartphones-Video vor ein paar Tagen gesagt, Huawei P10 und P10 Plus waren für mich so ein bisschen langweilig. Das, weißt du, das waren keine schlechten Smartphones, aber das Design war irgendwie ein bisschen langweilig, überholt, könnte man fast sagen. Wenn die jetzt quasi so mit iPhone 10 Design kommen, ich stelle hier mal ein bisschen die Displayhelligkeit runter, sonst seht ihr hier nichts. Also, und die sollen ja eben kommen mit dieser Notch oben, dann auch mit Gesichtserkennung, hat Huawei ja mit dem Honor View 10 schon gesagt, fände ich sehr interessant. Also ich glaube, das P11 oder P20, wie auch immer es heißen wird, wird ein sehr, sehr interessantes Smartphone. Ich bin vor allem auf den Preis gespannt, weil der war ja bei der P-Reihe immer etwas niedriger. Wenn Huawei das Ding, sage ich jetzt mal so, für 600 €, 650 € UVP bringt und dann der Preis relativ schnell wieder weiter sinkt, wieder so in diesen 500 € Bereich, könnte das echt interessant werden. Also ich glaube, das wird ein cooles Smartphone. Werden wir vermutlich zum MWC oder kurz danach sehen, bin ich schon extrem gespannt drauf. Nächste Frage, das sind jetzt gleich mehrere, ich glaube 4 am Stück, weil einige natürlich nach dem Galaxy S9 gefragt haben. Das steht ja bald wieder an. Ich lese die jetzt einfach mal alle hintereinander vor. Glaubst du, dass Samsung in 2018 bei ihren Flaggschiffen, also S9, S9 Plus, Note 9, endlich mal Stereo-Lautsprecher verbauen wird? An der Zeit ist es auf jeden Fall. Also das ist eher so eine generelle Frage. Jetzt kommen wir zu den S9-Fragen. Was wünschst du dir vom Samsung Galaxy S9? Bist echt ein cooler YouTuber. Vielen Dank, Bro. Nächste Frage. Hi Franz, denkst du, dass das Galaxy S9 ein zu 4 Seiten abgerundetes Display haben wird?
Und meinst du, dass Samsung wird es beim S9 schaffen, den Fingerabdrucksensor ins Display zu integrieren? Mach weiter so, auch dir vielen Dank. Und das war's, das waren die Fragen. Die erste zu den Lautsprechern. Ich würde es mir sehr wünschen, ich glaube aber irgendwie, sie bekommen das wieder nicht hin. Hat letztens so einer unter meinen Videos kommentiert, Samsung hat noch nie, wirklich noch nie gute Lautsprecher verbaut. Also zumindest fällt mir jetzt auch nichts ein. Da bleibe ich skeptisch, aber es würde ja schon reichen, wenn sie irgendwie die Position so machen wie beim A5 2017, finde ich, also an der Seite, wenn sie wieder nur einen verbauen oder halt dann gleich zwei, also noch einen zweiten hier oben in die Hörmuschel integriert, wie beim iPhone 10, beim Huawei Mate 10 Pro, beim HTC U11 Plus, bei vielen anderen Smartphones. Das würde schon einiges bringen. Die beweisen ja auch, dass das mit dünnen Displayrändern durchaus möglich ist. Aber glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, dass wir das beim S9 und S9 Plus schon sehen werden. Würde ich mich aber natürlich trotzdem drüber freuen. Die nächste Frage heben wir uns noch kurz auf. Denkst du, dass das S9 1:4 Seiten hin abgerundetes Display haben wird? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da werden wir einfach wieder so ein normales Edge-Display sehen, also zu beiden Seiten hin abgerundet. Und meinst du, Samsung wird es beim S9 schaffen, den Fingerabdrucksensor ins Display zu integrieren? Würde ich mir wünschen, glaube ich allerdings auch nicht. Ist einfach noch nicht so weit. Ich weiß, Vivo hat diese Demo gezeigt, aber das funktioniert alles noch nicht wirklich, wie sage ich das jetzt am besten? Ich glaube, es ist noch nicht massenmarktkompatibel, beziehungsweise es würde dann einfach unzuverlässig funktionieren mit einer viel zu geringen Trefferquote. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt. Was wünschst du dir vom Galaxy S9? Ich glaube, dass es beim Galaxy S9 keine großartigen Veränderungen geben wird. Vielleicht ein bisschen dünnere Displayränder, was ich mir gar nicht so wünschen würde. Wie gesagt, das Design finde ich echt super. Ich wünsche mir vor allem einen größeren Akku. Ich wünsche mir wieder eine bessere Performance, die bitte dann auch so bleibt. Und ich wünsche mir auch ganz ehrlich Stereo-Lautsprecher. Wie gesagt, die glaube ich kommen nicht. Und natürlich einen besseren Fingerabdrucksensor. Ich denke, sie werden das ganz ähnlich machen wie bei der neuen 2018er A-Reihe, die ja leider nicht zu uns nach Deutschland kommt. Sie werden einfach den Fingerabdrucksensor nehmen und unter der Kamera dieses Mal platzieren und nicht daneben und ihn dann quasi einmal drehen um, was sind das, 90 Grad. Ja, 90 Grad und dann ja, quasi so quer und dann kann man ihn deutlich besser erreichen und ich glaube, das wird schon einiges bringen. Also so wird das Galaxy S9 bzw. S9 Plus sein, denke ich mal. Nächste Frage. Hallo Franz, wieso hast du mit YouTube eigentlich angefangen? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, deshalb hier nur die Kurzfassung. Ich habe mir früher, bevor ich angefangen habe, schon unglaublich gern solche Videos angeschaut, egal ob Englisch oder Deutsch. Im deutschen Bereich damals meine Vorbilder Kamal und Samir, die Best Boys, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, oder auch der Christoph von taptech.de, mein geschätzter Kollege, der jetzt leider nicht mehr wirklich in der Branche ist. Also das waren so. Und natürlich Sascha Pallenberg, den darf man auch nicht vergessen. Also hier Mobile Geeks hieß ja früher anders. Wie war es? Ich glaube Mini PC Pro oder so. Wie hieß der YouTube-Kanal? Das waren meine Vorbilder so im deutschen Bereich. Die Videos habe ich mir selber sehr gerne angeschaut und deshalb dann irgendwann so aus Jux und Dollerei gedacht, fang doch auch mal an. Damals grottenschlecht so, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut gemacht so. Ja, aber so hat das Ganze quasi angefangen und es gab natürlich auch einige gute englische Kollegen, aber diese drei deutschen Kollegen, so, das waren damals meine Vorbilder. Der Grund eigentlich, wieso ich angefangen habe, würde ich jetzt mal behaupten. Nächste Frage. Hörst du eigentlich Podcasts? Wenn ja, hast du da Favoriten oder gar einen Geheimtipp? Ich müsste ganz ehrlich sagen, ich höre gerne Podcasts, habe ich so bemerkt, vor allem im Sommer, wenn man irgendwie, wenn es warm ist und keine Ahnung, man liegt so mal auf der Liege mit Kopfhörern und so. Aber ich kann dir jetzt nichts empfehlen. Ich habe damals unglaublich gern diesen Neuland-Podcast gehört von Sascha Pallenberg und Kashi. Kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch. Ich glaube, der wurde aber mittlerweile eingestellt. Und noch so ein paar andere Dinge. Aber ich glaube, die wurden jetzt alle überwiegend schon eingestellt. Deshalb hier der Aufruf an euch, wenn ihr irgendwie empfehlenswerte Podcasts habt. Das muss nicht unbedingt zum Thema Technik sein. So was auch immer. Kommentiert das gerne hier unten unter dem Video. Dann checke ich die mal aus. Also ich wäre auch auf der Suche. Kann dir da aber leider nichts wirklich großartig empfehlen. Nächste Frage. Haben auch einige gefragt, habe ich jetzt einmal mal nur eine ausgewählt. Also es geht um Netflix und Co. Geiles Video, vielen Dank. Würde mich auf jeden Fall über weitere dieser Art freuen. Das kommt jetzt ja, wenn auch etwas verspätet. Ich würde gerne wissen, ob du Netflix, Amazon oder Amazon Prime oder Sky Abos hast und falls ja, welche Serien du so feierst. Echt smoother Typ, der Franz. Vielen, vielen Dank. Also erstmal hier erste Frage, ob ich Netflix oder Amazon oder Sky habe. Ich habe Amazon Prime, ich habe auch Netflix, ich habe keinen Sky, hätte ich ab und an ganz gern, allerdings nur für die Champions League, Bundesliga und so weiter, schaue ich mir immer die Zusammenfassungen an, das
will jetzt nicht sagen, dafür habe ich keine Zeit, die Zeit kann man sich nehmen, aber ich finde einfach, in der Bundesliga ist teilweise das Niveau zu schwach irgendwie, als dass ich mir das wirklich 90 Minuten geben kann. Das ist in der Champions League natürlich anders, das hätte ich ganz gern, und ich hätte auch ganz gern diese Formel 1 so ohne Werbung. Auf RTL muss man sich ja das ja immer noch mit Werbung geben, aber ansonsten geht mir da nicht viel ab, da investiere ich mein Geld lieber in Netflix, sage ich jetzt mal. Also ja, ich bin ein großer Fan von Netflix und Amazon Prime. Man bekommt da natürlich immer noch nicht alles. Ich würde mir wünschen, dass einfach komplett alle Produzenten ihre Serien, ihre Filme zeitnah auf Netflix und Amazon Prime und so weiter schieben und es nicht immer dieses Exklusivitätsgebettel da gibt, aber ist halt leider so. Und ja, welche Serien ich so feiere, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, was so meine All-Time-Favorites sind. Ich glaube, da habe ich damals erzählt, Dexter auf jeden Fall und natürlich Breaking Bad und so weiter. Deshalb dieses Mal vielleicht, welche Serien ich dieses Jahr, also letztes Jahr im Jahr 2017 so gefeiert habe, kann ich übrigens nur jedem von euch empfehlen, auf Rang 1 ganz klar Gomorra. Kennt vielleicht die ein oder andere, eine europäische Produktion, eine italienische Produktion, wo man sich immer denkt, so die Amis sind viel besser, aber nein, schaut euch das an, da geht's, kann man sich vielleicht schon denken, um die Mafia. Brutal genial, also basiert glaube ich auf einem Buch von einem ganz bekannten italienischen Autor. Sehr, sehr düster, sage ich jetzt mal, sehr, sehr brutal, aber mega geil. Also das ist jetzt schon, glaube ich, unter meinen Top 3 Serien überhaupt. Bald kommt Staffel 3, freue ich mich riesig drauf, auch endlich auf Deutsch. Was ich auch noch dieses Jahr extrem gefeiert habe, war Peaky Blinders. Da geht es quasi um, spielt in Birmingham zur Zeit der industriellen Revolution, war das, glaube ich, auch eine mega geile Serie. Da bin ich auch schon gespannt, hat jetzt, glaube ich, 3 Staffeln. Und was ich jetzt erst vor kurzem angeschaut habe, Four Blocks, eine deutsche Produktion, und ich weiß, es schimpft immer jeder auf die deutschen Produktionen, aber damit haben sie echt gezeigt, ey, wir können da durchaus mithalten. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz auf Gomorra-Niveau, das ist viel besser, aber da gibt auch die Geschichte einfach mehr her. Aber trotzdem, also diese 3 Serien kann ich euch extrem empfehlen. Ansonsten natürlich noch der ganze Standardkram, also Homeland habe ich dieses Jahr auch wieder sehr gefeiert, The Walking Dead mag ich immer noch gern, Fear the Walking Dead habe ich angefangen, fand ich auch ganz gut, und ich habe endlich Boardwalk Empire dieses Jahr geschaut, brutal geile Serie, wer das noch nicht geschaut hat, kann ich euch auch nur empfehlen, und ihr habt jetzt so gehört, was ich mag, also wenn euch jetzt irgendwas einfällt, was ich mögen könnte, serientechnisch, ich bin immer auf der Suche nach neuen, kommentiert das auch gerne unten in den Kommentaren. Nächste Frage. Hey Franz, du machst hervorragende Videos. Vielen Dank, mein Lieber. Was hältst du eigentlich von der zunehmenden Hightech-Ausstattung von Autos, beziehungsweise dass Autos zu Computern mit Rädern werden? Ist das wirklich so? Ich habe mich in letzter Zeit wieder mehr mit dem Thema Autos beschäftigt, weil ich mir bald ein neues holen werde. Ich finde, ehrlich gesagt, also vor allem bei den ganzen etablierten Herstellern könnte da noch viel mehr drin sein. Klar, es ist jetzt cool, dass es CarPlay bei den meisten gibt, was man dann natürlich auch noch gesondert kaufen muss, irgendwie die Unterstützung dafür. Ey, es ist cool, dass wir mittlerweile überall Bluetooth haben und dann quasi über Bluetooth uns mit unserem Smartphone verbinden können und Musik abspielen können über Spotify und so weiter. Ich finde auch diese Head-Up-Displays, was BMW, Mercedes und wahrscheinlich noch viele, viele andere haben, brutal geil. Aber ich finde, da würde noch viel, viel mehr gehen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Tesla Model S anschaut, da geht doch noch viel mehr. Was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist einfach, dass jedes Auto Google Maps endlich hat. Ab Werk, dann nicht mehr diese teuren Navis hat, weil Google Maps ist eh viel besser als all diese komischen eigenen Lösungen oder von TomTom und Gach, wie sie nicht alle heißen, keine Ahnung. Google Maps ist viel besser, lasse ich oft nebenher noch laufen. Aber ja, das will natürlich keiner, das ist ja die Cash-Cow, also wenn man irgendwie in einem neuen Auto, keine Ahnung, 1000 Euro für so ein Navi verlangen kann, ich weiß, muss man ja dann nehmen, weil sonst hat man zig andere Dinge nicht. Also ich finde diese Entwicklung persönlich wirklich super, ich finde, da könnte noch viel, viel mehr passieren, um deine Frage so zu beantworten. Ich finde auch diese ganzen Sprachassistenten, Alexa und so weiter, das glaube ich vor allem in Autos, ja, würden die sehr, sehr viel mehr bringen. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Gibt es wahrscheinlich schon irgendwo, aber ich hoffe, da kommt noch mehr in Zukunft. Ich habe jetzt eben mal kurz auf die Uhr geschaut. Ich glaube, das wird die längste Ausgabe aller Zeiten. Aber da beim letzten Mal so viele kommentiert haben, es kann gerne noch länger sein. Und da waren wir schon fast bei 30 Minuten. Machen wir das jetzt einfach mal so. Also nächste Frage. Magst du Rap? Wenn ja, wen hörst du alles? Habe ich, glaube ich, auch schon mal beantwortet. Ich höre fast ausschließlich Rap. Hab damals auch schon erzählt, was so meine Lieblingskünstler sind. Kanye West steht da ganz weit oben, Jay-Z und so weiter.
Deshalb vielleicht mal ein paar aktuelle Sachen, was ich momentan so höre. Das neue Album von Travis Scott und Quavo, wie heißt es, Hancho Jack, Jack Hancho. Und natürlich die Migos allgemein haben letztes Jahr alles zerrissen. Gucci Mane, Travis Scott, 2 Chainz, so von den Amis sage ich jetzt mal. Im letzten Jahr, ich fand auch das neue Jay-Z-Album ziemlich, ziemlich gut, endlich mal wieder. Und im deutschsprachigen Bereich, ja, wie könnte es anders sein? Die Jungs hier, JBG3, natürlich, damit bin ich groß geworden. Fand ich auch mal wieder ganz lustig. Ansonsten auch da eher so Trap-Sachen momentan. AZ fand ich unglaublich gut, was der in letzter Zeit so gebracht hat. Bin ich extrem aufs neue Album gespannt. Und auch endlich dieser Palmen aus Plastik-Film, also Bones und Raf Camora, wo ich mich letztes Jahr, wo das so gehypt war, irgendwie überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Aber ich habe jetzt das letzte Raf Camora-Album gehört, fand ich echt gut, war ich positiv überrascht. Nur so, das ist so meine Auswahl, was ich momentan so alles höre. Nächste Frage. Hallo Franz, da du noch Fragen suchst, vielleicht eine für dich für das Jahr 2017. Was war dein persönliches Technik-Highlight? Es muss nicht dringend aus dem Bereich der Smartphones kommen. Hat dich dieses Jahr etwas besonders überrascht oder überzeugt? Dieses Jahr war für mich wieder ein unglaubliches Jahr mit dir als YouTuber und auch in einer Weise als Freund und Weggefährten. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank dir fürs Zuschauen. Vielen Dank für den netten Kommentar. Tatsächlich dieses Jahr mein Highlight nicht aus dem Smartphone-Bereich. Ich sage ganz einfach OLED-Fernseher. Wie gesagt, ich habe mir so einen kleinen Traum erfüllt. Zum Black Friday oder vorm Black Friday war so ein LG OLED-Fernseher brutal reduziert und ich habe mir jetzt endlich einen geholt und es nicht bereut. Wie gesagt, auch deshalb hier wieder der Aufruf. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt zu diesem neuen Fernseher, gerne unten kommentieren, dann mache ich das, sobald ich den ein paar Wochen getestet habe. Super interessantes Thema meiner Meinung nach. Also das ist so mein Highlight 2017, was Technik angeht. Nächste Frage. Hallo SwagTab, ich wollte dich mal fragen, ob du vom iPhone SE 2 gehört hast. Es soll nächstes Jahr im März nach Deutschland auf den Markt kommen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es in der ersten Jahreshälfte 2018 kommt. Ich denke mal so März, April wird Apple eine Keynote machen, wo sie das iPhone SE 2 vorstellen werden. Vielleicht zusammen endlich mit dem neuen Mac Pro. Ich glaube, da wird sich nicht großartig viel verändern. Das wird ein iPhone SE-Gehäuse mit aktuellerer Hardware, vielleicht mit dem Apple A11-Prozessor, einer besseren Kamera und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir da schon das iPhone 10-Design dann eben noch kompakter sehen werden. Nächste Frage. Hey SwagTab, erstmal wie immer super Video, vielen Dank. Ich bin ein großer Smartphone-Fan und ein genauso großer Sneaker-Fan. Ich wollte mal fragen, ob du vielleicht einen Sneaker-Kanal aufmachen könntest. Ansonsten bleib wie du bist und mach weiter so. Peace out. Danke für den netten Kommentar, auch dir natürlich, weil ich letztes Mal in der letzten Ausgabe ja ziemlich viel über Schuhe gequatscht habe. Da haben auch einige gemeint, hör auf damit, lass das. In diesem einmal kann man sich das schon geben, oder? In einem Video, sage ich mal. So ein Kanal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn mir jetzt, glaube ich, 100.000 Leute schreiben, mach das, dann würde ich das vielleicht mal ausprobieren, aber ansonsten bin ich eigentlich mit dem Technikkanal ganz gut ausgelastet und kann nur sagen, es gibt so viele gute Kanäle für dieses Thema, vor allem englische, da glaube ich, muss ich nicht auch noch was zu machen, aber gut. Nächste Frage, auch wieder zum Thema Schuhe. Welche Schuhe sind deine absoluten Favorites, welche du noch nicht besitzt? Schau dich schon seit 5 Jahren, bin damals durch Interesse am LG Alter 4X HD auf deinen Kanal gekommen und habe bis jetzt fast jedes Video gesehen. Super geil, dass du schon so lange mit dabei bist. Das war ja tatsächlich eins meiner ersten Videos. Also ey, super cool, dass du schon so lange mit dabei bist. Freut mich mega. Welche Schuhe meine absoluten Favoriten? Das ist jetzt schwer, das so spontan zu sagen. Also dieses Jahr, was ich unglaublich gern gehabt hätte, wäre der Jordan 1 Off-White, also diese Kollaboration von Virgil und Nike, also den hätte ich super gern noch gehabt, aber der ist ja unbezahlbar und ich habe ihn leider für Retail nicht bekommen. Dann auf jeden Fall einen von den Air Yeezy 2s, also damals noch mit Nike, wahrscheinlich den Platinum oder den Solar, einen von beiden finde ich so. Ich blende euch hier jetzt einfach mal noch Bilder mit ein und wenn wir so eine Top 3 machen, dann wahrscheinlich auch noch der allererste 750 und den Turtle Dove, den Yeezy Adidas Yeezy Boost 350 Version 1 Turtle Dove All-Time Grail habe ich damals leider nicht bekommen. Mir fallen jetzt wahrscheinlich noch Hunderttausende ein. Aber ja, das sind so auf jeden Fall Schuhe, die ich gerne hätte. Nächste Frage, dann nochmal kurz zum Thema Schuhe. Ich habe mir gedacht, ich bündel das alles einfach auf einen Haufen. Würdest du auch Runner wie den Gel Light oder Gel Light 3 oder NB998 tragen? Also von Essex, glaube ich, oder von New Balance? Ja, sind auch coole Schuhe. Ich habe auch gehört von vielen, dass die mega bequem sind. Hatte jetzt
selbst, ich habe die schon mal anprobiert. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag diese ganzen Runner-Silhouetten jetzt nicht so gerne, aber ich finde die Essex-Schuhe, also von denen gibt es durchaus schöne Schuhe und auch natürlich von New Balance. Das Einzige, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, sind diese ganzen neuen Runner, wie jetzt zum Beispiel von Balenciaga, dieser Triple S oder auch der Yeezy Wave Runner 700. Was da nicht alles kam in letzter Zeit. Brutal hässlich, meiner Meinung nach, einfach nur. Also gefällt mir überhaupt nicht, auch wenn das jetzt momentan so der Trend ist. Nächste Frage. Endlich wieder Technik, Leute. Hey Swagtab, was hältst du als Technikbegeisterter von Elektroautos, zum Beispiel dem Tesla Model S? Nachdem ich jetzt Tesla eben Props gegeben habe für alles, was sie so technisch mit den Autos machen. Also, lass es mich anders sagen. Ich finde dieses Tesla-Thema mega interessant. Ich finde aber auch, und das jetzt auf das Model S bezogen, ist ja, glaube ich, der teuerste, 100.000 Euro mindestens für dieses Auto. Es sieht halt einfach nicht danach aus. Also, es sieht nicht aus wie ein 100.000 Euro Auto. Es ist nicht verarbeitet wie ein 100.000 Euro Auto. Klar, man zahlt hier ein bisschen für die Zukunft, dass es einfach etwas Neues ist. Für mich, glaube ich, wäre die Infrastruktur einfach hier in Deutschland noch nicht ausreichend gegeben. Da muss noch viel, viel mehr passieren, viel, viel mehr Tankstellen, sage ich jetzt mal. Also ihr wisst es, diese Supercharger noch viel, viel mehr. Ich finde das ganze Thema interessant. Ich rechne es Tesla auch hoch an, dass die da quasi den Vorreiter spielen. Aber ich sehe Tesla prinzipiell sehr, 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 sehr skeptisch, weil der Elon Musk, das ist einfach so ein Typ, der kann unglaublich gut reden. Das ist ein unglaublich guter Verkäufer. Aber ich sehe das alles noch nicht wirklich massenmarktkompatibel. Da muss was passieren. Also von den ganzen deutschen Herstellern muss da in nächster Zeit, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel kommen. Ich hoffe auch, dass das passieren wird. Aber ich bin jetzt keiner von diesen Tesla-Jüngern, muss man ja aufpassen, weil es gibt ja Leute, die feiern da wirklich alles blind ab. Auch diesen neuen Roadster, den er da jetzt vor kurzem vorgestellt hat, der dann irgendwann 2022 auf den Markt kommt für horrende Summen. Ja, aber das größte Problem, was ich mit diesen Autos tatsächlich momentan habe, also neben diesem ganzen Infrastrukturding und so weiter, mir gefallen sie einfach optisch nicht für das, was sie kosten. Ich bitte dich, 100.000 Euro, 120.000 Euro, da bekomme ich irgendeinen geilen AMG dafür, da bekomme ich einen geilen BMW M4 und was nicht noch alles, die 100.000 Mal besser aussehen. Aber wie gesagt, also dicke Props an Tesla dafür, dass sie mit der ganzen Sache anfangen, das muss auch irgendwer mal machen. Nächste Frage. Hab noch zwei Fragen vergessen. Wer ist bzw. sind deine Lieblingsrapper? Habe ich ja eben schon erzählt. Kennst du SpongeBob bzw. San Diego? Und wenn ja, was hältst du von ihm? Gar nichts. Ich kenne SpongeBob, ich kann mit der Stimme null anfangen. Das mag alles technisch unglaublich geil sein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich irgendwie im Auto sitze und mir das dann anhöre mit dieser Stimme. Ah, nein, also auch die ganzen Themen. Nenn mich spießig, ich kann damit nichts anfangen. San Diego hingegen habe ich damals, als er viel mehr Kollege gemacht hat, durchaus gefeiert. Unglaublich talentierter Typ. Ich würde mir wünschen, er würde wieder mehr mit normaler Stimme machen. Letztes Jahr dieses Payback-Ding, dieser Payback-Song, war ja ein bisschen so mit normaler Stimme, wobei ich dann gehört habe, auf dem Album wieder nicht mehr. Ich würde mir einfach mal wieder ein San Diego-Album wünschen. Mit SpongeBob kann ich nichts anfangen. Nächste Frage. Wieder zum Thema Autos. Magst du BMW? Ich mag BMW sehr, sehr gerne. Ich bin auch selber schon BMW gefahren. Unglaublich geile Autos, vor allem so also unglaublich sportliche Autos. Ich mag BMW sehr gerne. Finde nur mittlerweile gefallen mir die Autos momentan optisch nicht ganz so gut. Klar, so ein M4 ist natürlich nach wie vor ein schönes Auto, ein M6 auch, aber die sind unbezahlbar. Ich finde einfach, die müssen mal wieder ein bisschen mehr machen, auch bei den günstigeren Autos, also bei, keine Ahnung, jetzt beim 3er zum Beispiel, kommt ja, glaube ich, bald was Neues, oder auch beim 2er oder beim 1er. Da ist momentan meiner Meinung nach wirklich Mercedes weiter vorne, jetzt nur was die Coupés angeht. C-Klasse Coupé zum Beispiel von Mercedes, wunderschön, also brutal, was Mercedes da in den letzten Jahren so für einen Wandel gemacht hat, was das Design angeht. Aber ja, ich finde BMW super. Und ich glaube, jetzt mit diesem neuen 8er BMW sind sie auch genau auf dem richtigen Weg. Den kann ich mir aber leider nicht leisten. Also hoffe ich, dass das bald irgendwie auch zu den günstigeren Autos kommt. Nächste Frage. Hey Franz, interessantes Video. Sehr cool. Vielen Dank. Ich möchte mir demnächst eine neue Kamera holen und wollte fragen, ob du immer noch zufrieden bist mit der Alpha 6300. Mit der filme ich jetzt gerade auch und ich habe schon wieder etwas Angst, dass sie überhitzen könnte. Das war letztens bei der letzten Ausgabe von Ask Swagtab so, da hatten wir aber auch 30 Grad oder so. Jetzt ist es deutlich kühler. Ich finde diese Kamera immer noch gut. Ich bin immer noch der Meinung, jetzt gibt es ja auch schon die 6500. Du bekommst dafür den Preis extrem viel geboten.
Perfekt ist sie aber auf keinen Fall. Also wenn Canon jetzt endlich mal eine bezahlbare 4K-Kamera mit Schwenkdisplay so bringen würde, ich hatte große Hoffnungen an die 6D Mark II oder was ist das dann, die jetzt auf einmal kein 4K kann. Ja, ich wollte mir auch mal die Panasonic GH5 anschauen und so weiter, aber ja, ich bin zufrieden. Wie gesagt, ich finde auch nach wie vor für den Preis eine super gute Wahl, aber natürlich alles andere als die perfekte Kamera. Aber ja, nächste Frage. Magst du eigentlich Puma? Ja, ich mag auch Puma. Ist ja auch ein deutscher Hersteller. Früher mochte ich Puma sogar noch viel, viel mehr, als sie damals diese... Wie hieß der Schuh? Ich weiß es gar nicht, da war ich noch zu jung irgendwie, um mir sowas merken zu können. Aber diese Wildlederschuhe, ich versuche mal hier ein Bild zu suchen und einzublenden, da habe ich Puma extrem abgefeiert. Ich finde auch nach wie vor, Puma macht extrem schöne Fußballtrikots. Und jetzt auch diese, also jetzt haben sie ja neue Kollaborationen mit Big Sean oder auch The Weeknd. Also die sind, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Oder auch diese Kuji-Kollabo letztes Jahr habe ich brutal abgefeiert. Puma x Kuji. Also ja, ich mag Puma auch gerne. Ich denke, da kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr noch sehr, sehr viel. Dann die nächste Frage. Ich glaube, das ist, nee, die letzte ist es noch nicht. Hallo Franz, was hältst du von Bitcoin und hast du auch welche? Danke und liebe Grüße. Unglaublich interessantes Thema, in dem ich tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen drinstecke, aber ich verfolge das schon tatsächlich monatelang, habe aber selber leider nicht investiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, alle Leute, die ich irgendwie kenne, die investiert haben und damit jetzt Geld gemacht haben, die haben alle viel zu früh wieder verkauft. Also ist halt einfach pure Zockerei. Ich glaube aber, ich finde dieses ganze Krypto-Thema extrem interessant. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel größer werden. Ich glaube auch noch nicht, dass der Bitcoin am Ende ist. Ich habe leider selber keinen Bitcoin, keine Bitcoins. Finde ich unglaublich schade. Ist auch so ein Vorsatz für mich, dieses Jahr quasi mehr in diese Richtung, in dieses ganze Krypto-Thema einzusteigen. Also unglaublich interessant, aber ich habe leider keine. Ich hoffe, du hast welche, denn dann hast du damit vermutlich viel Geld gemacht. Aber wie gesagt, mein Tipp als jemand, der... bei weitem niemand, der sich da gut auskennt in dem Thema. Aber wie gesagt, einfach Geld nehmen, was man irgendwie verschmerzen kann, zu verlieren und dann ein bisschen was investieren. Und dann kann es euch passieren, wie beim Bitcoin, dass das irgendwie in 2-3 Jahren brutal explodiert. Dann könnt ihr euch freuen und habt ansonsten nicht viel Verlust gemacht. Also da niemals irgendwie, was ich in den letzten Wochen wieder gehört habe, dass jemand irgendwie sein ganzes Geld, irgendwie 10.000 Euro in Bitcoin gesteckt hat. Und dann hat er an einem Tag über 30% verloren, wie es ja so oft der Fall ist. Und dann war natürlich so das Gejammer groß, also das auf keinen Fall machen. Es sei denn, ihr seid die Überbrains und kennt euch da super aus, dann macht das gerne. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei der letzten Frage, die ich nur so reingenommen habe, weil ich sie ganz lustig fand. Warum spricht er das Intro wie ein Sprachbehinderter? Weiß das jemand? Also erstmal finde ich nicht cool, dass du hier irgendwie Sprachbehinderte disst. Reiß dich mal zusammen. Wieso ich das so ausspreche, wenn du dir mal ein paar ältere Videos anschaust, da war das noch viel, viel krasser. Also Kollegen sagen zu mir, ich soll das wieder so machen wie früher, weil das da so toller Wiedererkennungswert. Ich mache das tatsächlich mittlerweile einfach so, weil es sich so eingebürgert hat. Ich könnte das natürlich auch normal sagen. Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Aber das wäre doch total langweilig, oder? Also viele schreiben mir auch immer, sie feiern das, deshalb mache ich das nach wie vor, also um das zu beantworten. Ich könnte das auch anders. Das sind hier so immer die lustigsten Kommentare, was man irgendwie bekommt. Letztens meinte so einer zu mir, ich würde lispeln. Also man kann mir ja vieles vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass ich lisple. Habe ich auch gesagt, Alter, lies dir mal durch, was lispeln bedeutet so. Aber ja, also an der Stelle... Leute, solche Kommentare, das kann man natürlich fragen, aber könnt ihr das nicht ein bisschen netter formulieren? Ich bitte euch so. Aber gut, das ist ja noch eher harmlos, was ich auf YouTube schon alles erlebt habe. Ja, Leute, das war auch schon Ask SwagTab Nummer 6, wobei schon, ich glaube, ist ein ziemlich langes Video hier geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar coole Fragen mit dabei. Vielen, vielen Dank an alle, die Fragen unter der letzten Ausgabe gestellt haben. Wenn eure nicht mit dabei war, stellt sie gerne nochmal hier unter diesem Video. Generell kommentiert hier gerne Fragen unter diesem Video, denn unter all den Kommentaren unter diesem Video werde ich natürlich wieder die Fragen fürs nächste Mal auswählen. Bedenkt bitte, es kann natürlich wieder dauern, bis die nächste Ausgabe kommt. Also durchaus ein paar Monate. Deshalb wäre es natürlich genial, wenn ihr irgendwie Fragen stellt, die man auch in ein paar Monaten noch beantworten kann, die dann immer noch aktuell sind, also irgendwas Zeitloses, whatever.
Würde mich auf jeden Fall freuen. Wann genau die nächste Ausgabe kommt, ich will euch nichts versprechen. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe noch im Sommer oder vorm Sommer. Keine Ahnung, so Juni, Juli um den Dreh. Vielleicht auch ein bisschen früher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich versuche auf jeden Fall da 2018 konstanter zu werden, was dieses Format hier angeht. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu lange warten müsst. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren natürlich gerne nochmal Feedback hier zu dem Format hier hinterlassen. Wollt ihr das öfter sehen? Wollt ihr das nicht öfter sehen? War es euch zu lang? War es euch zu kurz? Und so weiter. Bin ich mega gespannt drauf. Und wie gesagt, einfach viele neue Fragen stellen. Dann kommt sicherlich bald die nächste Ausgabe. In diesem Sinne, nochmal frohes neues Jahr an alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, ihr seid echte Ehrenmänner und Ehrenfrauen und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.